Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal, in dem ich einmal im Monat deutsche Redensarten und deren Herkunft bespreche. Heute ein Schlitzohr sein. Das geht sehr wahrscheinlich auf die Zünfte im Handwerk zurück. Nach der Lehre gingen die Gesellen auf die Walz, auf die Wanderschaft. Das gibt es auch heute zum Teil noch. Und ihr Startkapital hatten sie buchstäblich am Mann. Und zwar in Form eines goldenen Ohrrings im Ohr. Hat man sich dann was zu Schulden kommen lassen oder Mist gebaut, wurde einem dieser Ohrring herausgerissen oder herausgeschnitten, um vielleicht dann die Schulden zu begleichen mit dem Gold. Auch einige Richter verhängten diese Strafe, so war man als Dieb eben gezeichnet und erkennbar. Heute ist das Schlitzohr positiver besetzt. Ein Schlitzohr gilt als klug, als intelligent, ja, als gerissen. Wie das Ohrläppchen eben damals. Soweit für heute. Ein Schlitzohr sein. Bleiben Sie gesund und ciao.